In einem Telegram-Post hat Dmitri Medvedev die wahren Ziele Russlands mit der Ukraine beschrieben. Das Institute for the Study of War geht darauf in seinem aktuellen Lagebericht ein. So beinhalte Medvedevs Friedensformel die vollständige Beseitigung des ukrainischen Staates. Zudem soll das Staatsgebiet in die Russische Föderation aufgenommen werden. Laut ISW zeige dies die wahren Absichten Russlands in Bezug auf die Ukraine. Laut dem Post sei alles außer der vollständigen Kapitulation der Ukraine für Russland undenkbar. Medvedev bezeichnet die Ukraine in seinem Friedensplan sogar als ehemaliges Land. Nach der Kapitulation wolle Russland die Ukraine entmilitarisieren sowie einen NATO-Beitritt unterbinden. In Russlands Selbstverständnis bedeute Frieden die komplette Auflösung des ukrainischen Staates und seiner Grenzen.